wurde sich gemütlich hingesetzt und geschnackt. Ja. Uwe bzw. Egon war ja auch weltberühmt für seine Wutausbrüche. Klingt ja jetzt nicht unbedingt so, dass der privat auch so war. Was war da die große Herausforderung, Morten? Ja, das war ein Teil seines Charakters. Das war ein Teil seines Charakters irgendwo. Er war ein sehr enthusiastischer Mensch. Er war ein Schauspieler par excellence mit ausgesprochener Körpersprache und einer fantastischen Sprache, einer tollen Stimme. Und er hatte wirklich so ein Temperament. Das konnte auch passieren, dass er privat explodierte. Dort Erik Balling, der Regisseur, und auch der Schriftsteller dieses Buchs, die haben das natürlich sofort ausgenutzt und wussten natürlich, was sie an ihm haben. Da. Es gab nicht einen Film, ohne dass Egon irgendwann einen Wutausbruch hatte. Das gehörte einfach zum Spiel dazu. Was auch so ein bisschen zum Spiel dazugehörte, war, dass Uwe den Ehrgeiz hatte, seine Stunts alle selber zu machen. Da ist aber fast mal was schiefgelaufen. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, mein Uwe, han ville altid lave sine stunts. Also Uwe wollte immer seine Stunts selber machen. En scene støbes ned i en træbane. Er sollte mal in einen Bottich rein, in einen Holzbottich rein, übers Wasser gefahren werden und dann reinfallen. Und er wollte das selber machen, obwohl er gar nicht schwimmen konnte. Er sagt, oh, das schaffe ich schon, ihr müsst mich nur rechtlich wieder rausholen. Aber Erik Balling hat dann gesagt, nee, das lassen wir mal lieber. Wir versuchen mal mit einer Puppe zuerst. Wir hatten so eine Attrappe, die wurde dort hingestellt in diesen Holzbottich und wurde dann rausgefahren. Und ich habe dann die Steuerung gemacht und dann fiel die runter. Und als sie das Wasser traf, dann war es so, dass der Eisenbalken, der den Holzbottich festhielt, ist runtergefallen, hat die Puppe völlig zerstört dabei. Also wenn Uwe das damals gemacht hätte, dann wäre es der letzte Olsenbanden-Film gewesen. Und hinterher hat er sich noch sehr bedankt dafür, dass er dann, dass es erst mit einer Puppe, mit einer Attrappe gemacht worden ist. Auf jeden Fall. Aber wir hatten viele ähnliche Situationen. Wenn wir Sonne brauchten, dann gab es eben Sonne. Es hat fast nie geregnet bei ihm. Und wenn die Bremse nicht funktioniert hat am Wagen, am Zug, und wir mussten die Kamera weiterfahren, dann hat es irgendwie immer noch im letzten Augenblick geholfen. Also der Herr hat immer so seine schützende Hand über die Hosenbande gehalten. Die Hosenbande war eine DDR-Erfolgsstory. Unsere beiden Gäste aus dem Westen, Tine Wittler, hast du jemals was von Hosenbande gehört? Ich muss gestehen, nein. Schade eigentlich, ne? Aber wenn es das auf DVD gibt, ich fand es sehr lustig. Gibt's also bestimmt. Ich könnte mir vorstellen, ja, wie ist bei Ihnen? Da den einen oder anderen Abend. Der Name Olsenbande war mir irgendwie bekannt, als ich ihn hörte, aber ich konnte auch jetzt nicht direkt was mit verbinden. Aber eben, als ich Bilder gesehen habe, kam so ein bisschen eine kleine Erinnerung an früher hoch. Tim, wie ist denn das für die jüngere Generation? Sagt Ihnen die Olsenbande noch was? Ja, witzigerweise, meine Eltern gucken das immer noch jeden Tag. Echt? Ja, das ist wirklich kein Spaß. Die hatten das wirklich alles auf Video, also jede einzelne Folge. Und die haben sie jetzt weggeschmissen und haben es jetzt auf DVD. Das heißt, das gibt es auf jeden Fall auf DVD. Dann kann ich das ja leihen bei euch. Da könnten wir was ja. Ja, cool. Ich habe nämlich vorhin noch mal im Publikum rumgefragt, vielleicht können wir das noch mal machen. Wer hat noch nie die Olsenbande gesehen? Keine einzige Stimme, außer da ging eine Hand hoch. Da ist einer. Die haben wirklich, es ist zugezogen. Kennt wirklich jeder. Was die wenigsten wissen, Morten, ist, dass es ja vor der Olsenbande bereits die Freddy-Filme gegeben hat. Was waren das für Filme? Was haben Sie da gemacht? Ja, das war Ballings erste. Das war Erik Ballings erste Leistung als Komödiant. Er wollte Komödien schreiben und das sollte eine Art Parodie sein zu den damals sehr populären James Bond Filmen. Also er hat eine Art James Bond Krimi gemacht. Da sehen wir es gerade. Auch sehr witzig gemacht, als Parodie, wie gesagt, auch auf Eddie-Konstantin-Filme, die gab es ja damals noch. Aber da, Morten, gab es etwas, was es später nie wieder gegeben hat. Da wurde auch mal zugeschlagen. Das haben die Olsen nie gemacht. Da war auch Stunts. Ja, das waren schon auch Stunts damals.
Und da wurde zum ersten Mal der Safe geknackt und das war ja später so ein richtiger Running Gag. Was die wenigsten ebenfalls wissen. Bitte? Eben. Er hat Chinesisch gesprochen in dem Film. Chinesisch gesprochen, ja. In dem Film. Die große Herr, Nummer. Herrn Verwender, der in. Er erwartet irgendwie. Chinesische Politiker, dass ein chinesischer Politiker ist, der gekidnappt worden ist von irgendeiner mafiaartigen Bande und die forderten da jede Menge Lösegeld und Uwe Schmidt, som han hedder, heißt dort Schmidt in dem Film 007 wird jetzt eingesetzt, um den aufzuspüren. Und Frede, der mit der Aufklärung dort befasst ist, wurde vertauscht und kam da in diesen Kasten rein und dann ging das Chaos richtig los. Was auch wenige Menschen wissen, ist, dass Egon natürlich der Chef der Olsenbande war, aber im wirklichen Leben war das ein bisschen anders. Erstens waren Sie, glaube ich, derjenige, der das Talent von Uwe 1964 entdeckt hat, als sie Arturo Uy mit ihm gemacht haben, eine Parabel von Brecht. Ah, die will ich sagen. Also würde ich es vielleicht nicht sagen. Uwe, han war, in etablierter Uwe war schon ein Komödiant, etablierter Komödiant und auch ein Lustspiel-Schauspieler, aber Arturo Uy war eigentlich seine erste dramatische Rolle. Hele holdet tog ned og så i Berlin. Die wir alle auch in Berlin gesehen haben. Das ganze Team war nach Berlin ins Brechttheater gefahren, hat sich das angeguckt mit Eckhard Schall. Das war wirklich ein tolles Erlebnis und eine große Inspiration für uns, denn Eckhard Schall in dieser Rolle, das war wirklich eine herausragende Leistung damals. Er hat auf eine ganz neue Art und Weise gespielt, mit einer physischen Entfaltung und einer Sprache, die wir niemals zuvor erlebt haben. Das war wirklich eine große Inspiration für Uwe. Er fuhr zurück nach Dänemark und hat eine fantastische Vorstellung, Darstellung gemacht, die auf den Schultern von Eckhard Schall Leistung stand. Er hat das nicht imitiert oder irgendwie, aber er hat eine genauso gute Ausgabe des Charakters dort dargestellt. Das war ein Riesendurchbruch auch für ihn dort. Von dem Tag hatte er ganz andere Möglichkeiten auch und er hat viele klassische Rollen dann auch später noch gespielt. Auf jeden Fall soll die berühmte Schauspielerin Asta Nielsen ihm abgeraten haben, bei Ihnen zu spielen. Sie waren ja auch Intendant eines Theaters, aber Sie haben gesagt, nein, das kannst du, da mache ich mir gar keine Sorgen. Hat sie ihm abgeraten davon? Steht in dem Buch, ja, habe ich zumindest gelesen. Das solltest du nicht glauben, das stimmt nicht. Okay. Asta Nielsen, also Asta Nielsen Uwes und mein war gute, gamle Veninde. Eine gute alte Freundin, sowohl von Uwe und auch von mir. Wir waren wirklich gute Freunde. Und ich habe niemals gehört, dass sie ihm das abgeraten hat davon. Im Gegenteil. Sie dachte, es sollte Strindberg gespielt werden. Aber dabei wurde Dürrenmatts Play Strindberg gespielt. Und den Strindberg, den hatte sie ihm noch nicht zugetraut. Das war so also eine komplizierte Geschichte, alles klar. Ja, sie hat vielleicht daran gezweifelt, dass Kapitän Edgard, also ein Totentanz von Strindberg, eine Rolle sei, ob Uwe die wirklich tragen könnte als Rolle. Aber Asta Nielsen hat ja kein Casting gemacht, da hat sie keine Ahnung von gehabt, sie war Schauspielerin. Aber auch dort hat er einen Riesenerfolg als Edgar gehabt, aber das war nicht der eigene Text von Strindberg, sondern ein angepasster Text von Dürrenmatt. Der hat den Text umgeschrieben, angepasst, sodass es mehr eine Farce, eine grausame Komödie wurde, über die Hölle einer Ehe. Und das war außerordentlich amüsant und wirklich ganz toll. Und es war ein Riesenerfolg für Uwe auch. Janine, du hast das Ehepaar ja kennengelernt noch, das Ehepaar Sprogö. Es gibt überhaupt gar kein Grab. Wie kommt das? Weil ihnen ein guter Freund mal geraten hatte, auch mit stellt eure Körper doch zur Verfügung der Wissenschaft und dann tut ihr noch was Gutes und fertig. Also dann braucht ihr dann auch kein Grab. Also Sie haben sich als Ersatzteillager dann irgendwo, sozusagen. Es gibt nichts, keine Stelle. Welchen Stellenwert hat denn die Olsenbande in Dänemark noch? Einen großen. Also als ich in Kopenhagen war, vor 2 Wochen, da bekam Morten andauernd Anrufe vom dänischen Radio und Fernsehen. Und von jungen Leuten auch. Es gibt ja eine große Beziehung zwischen Dänemark und Sachsen, denn die Mutter von August dem Starken war eine dänische Prinzessin.
Gunther. Ja, gucke an. Siehst du? Hab ich in deinem Buch nachlesen können. Habe ich geschrieben. Ja, hast geschrieben. Ganz stimmt. Und wir werden ja im Augenblick auch von einer Dänin regiert. Wir haben ja eine dänische Dschungelkönigin. Brigitte Nielsen, haben Sie davon schon mal was gehört? Oh ja, hier bin ich. Ja, ein großer. Ja, groß. Wien, ja. Ich kenne sie nicht. Also ich kenne sie nicht, aber. Aber ich habe sie doch im Fernsehen erlebt und gesehen. War sehr amüsant zumindest. Wenn Sie Buchpräsentationen im Augenblick machen, morgen hier in Leipzig, und die Leute Sie fragen, wie war denn Ove eigentlich so? Was könnten Sie in einem Satz dazu sagen? Mit einem Satz, das ist außerordentlich schwer. Er war ein guter Kollege. Ja, er war ein wirklich guter Kollege, ein guter Freund und auch ein Vorbild als Schauspieler. Er war ein Schauspieler par excellence. Und dieser kleine Mann hat als ein richtig, wirklich großer Schauspieler gespielt. Eine fantastische Körpersprache, eine fantastische Stimme und auch einen fantastischen Humor. Also wir haben sehr viel Freude und Spaß zusammen gehabt. Wir haben viel zusammen gelacht, sowohl Paul und Uwe und ich. Das war wirklich ein großes Geschenk in meinem Leben als Schauspieler, in meinem Arbeitsleben. Also eine vielfältige Persönlichkeit auch in einem Satz gar nicht zu beschreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie uns heute die Ehre geben, Morten Grunwald.